Mit diesem Video werde ich Ihnen die Funktionsweise des Condition Escorts näher bringen. Wir werden das anhand eines konkreten Beispiels machen. Und zwar, es gibt folgende Aufgabenstellung. Wir werden dafür ein Signal programmieren. Wir hätten gerne als Signal einen Ausbruch aus dem Don't-Chain Channel, wie wir ihn hier zum Beispiel sehen. Das hier oder so einen Ausbruch, die sehr oft gleichzusetzen sind auch mit einem Ausbruch aus dem Punkt 2. Dieses Signal soll aber nur dann zutreffen, wenn dieser Ausbruch über dem Vortageshoch entsteht. Das heißt, wenn hier am Tageschart wir uns bereits über dem Hoch des Vortages befinden und im 1-Stunden-Chart der ADX 14, das heißt, das ist ein Trendindikator, der einen trendierenden Markt anzeigt, über 25 ist und steigt, oder der RSI 14 im Stundenchart ebenfalls über 30 ist und auch steigt. Das ist so die komplexe Anforderung und das wollen wir über den Condition Escort lösen. Der Condition Escort ist ein Tool, mit dem man Signale programmieren kann, beziehungsweise Stops und auch Ausstiegskriterien programmiert werden können, aber ohne Programmierkenntnisse zu haben. Wir öffnen hier den Condition Escort, neu, und wir vergeben hier gleich einmal einen Namen, und zwar wir nennen das Signal Don't Chain Long. Wir stellen auch ein, dass es sich um ein Long-Einstiegssignal handelt und dass es ein Einstiegssignal ist, wird hier in dieser Checkbox definiert. Das heißt, Einstiegssignal, es kann auch zugleich ein Stopp- und ein Target-Signal sein, aber wir verwenden dieses Signal jetzt nur als Einstiegssignal. Um das kurz zu erklären, wir haben hier die Auswahlbox mit den verschiedenen Kriterien, die es zur Auswahl gibt. Das heißt, einerseits Open, dann High, Low, Close, Volume. Hier finden wir die Indikatoren, die vom System zur Verfügung gestellt werden. Hier finden wir alle Indikatoren, die selbst programmiert worden sind bzw. importiert worden sind. Hier finden wir alle Conditions, die bereits programmiert worden sind innerhalb des Condition Escorts. Das heißt, man kann innerhalb von Conditions andere Conditions wiederverwenden, das heißt Conditions ineinander verschachteln. Und hier, dieses Auswahlkriterium wird dazu verwendet, um Werte mit Indikatoren bzw. mit anderen Werten zu vergleichen. Wir werden uns jetzt iterativ an das Problem heranwagen. Kurz zur Erinnerung, der Don't-Chain Channel besteht aus zwei Linien, der oberen und der unteren Linie. Und die Linie verändert sich immer dann, wenn das Hoch der letzten n Candles, das heißt, je nachdem, was man einstellt, in unserem Fall nehmen wir 21, wenn das Hoch der letzten 21 Perioden mit dem Hoch der aktuellen Kerze gebrochen wird. Das ist zum Beispiel in diesem Fall passiert das. Hier sieht man, dass hier aus diesem Channel wird er ausgebrochen und genau hier so ein Signal möchten wir auch bekommen. Das heißt, es ist auch mit Schlusskurs nach oben gebrochen. Um das hier im Condition Escort darzustellen, benötigen wir Folgendes. Und zwar, wir nehmen die Close-Datenserie und ziehen Sie hier mit der Maus in diese Box. Und wir brauchen auch den Don't-Chain Channel. Hier ist der Indikator des Don't-Chain Channels. Und wir ziehen ihn in die zweite Box. Das heißt, sobald hier ein Indikator bzw. eine Datenserie hier angeklickt wird, erscheint hier auch sofort die Parameterbox. Jetzt wollen wir Folgendes erreichen, dass wenn das aktuelle Close, das Close der aktuellen Kerze, größer ist als die Linie der vorhergehenden Periode des Don't-Chain Channels, und zwar haben wir gesagt Don't-Chain Channel 21 und das Close der aktuellen Kerze soll höher sein als die obere Linie der vorhergehenden Periode. Das heißt, wir geben hier ein 1, 0 ist immer die aktuelle Periode, 1 ist die vorhergehende Periode, 2 ist die vorvorhergehende Periode und so weiter. Als nächstes wollen wir, dass es wirklich der erste Ausbruch ist, aus einer Seitwärtsbewegung des Don't-Chain Channels. Dafür nehmen wir wieder den Don't-Chain Channel, ziehen ihn hierher und vergleichen ihn mit sich selbst. Wir haben hier die Möglichkeit,
verschiedene Operatoren, Vergleichsoperatoren auszuwählen. Und wir sagen hier ist gleich, und zwar wenn der Donchian Channel 21 gleich dem Donchian Channel 21 vor zwei Perioden, das habe ich vergessen, und hier vor einer Periode ist. Und was wir noch machen müssen, wir wollen natürlich den oberen Donchian Channel in Betracht ziehen und nicht den unteren. Das heißt, wir wählen hier auch den oberen aus, das heißt hier upper, der obere wird genommen, auch hier nehmen wir den oberen und auch hier nehmen wir den oberen. So, somit haben wir das erste Kriterium definiert unseres komplexen Signals. Das heißt, wenn das aktuelle Close größer ist als die obere Linie der vorhergehenden Periode und die vorhergehende Periode gleich ist der vorvorhergehenden Periode. Das heißt, wir kommen hier zum Beispiel diesen Ausbruch, genau den würden wir hier erreichen, beziehungsweise diesen Ausbruch und so weiter. Wir werden gleich sehen, wie die Signale hier angezeigt werden. Und zwar kontrollieren wir das im Chart. Wir gehen hier auf OK. Das heißt, die Bedingung wurde für richtig befunden. Nun, um das zu kontrollieren, gehen wir hier in den Indikator-Dialog. Und wir wählen hier Donchian Long aus. Das ist inzwischen hinzugefügt worden, weil wir es gerade aktiviert haben. New. Wir vergeben noch den Namen Donchian Long. Und wir sehen hier die Signale, die aufgrund der jetzigen Eingabe bereits vom System ausgegeben werden würden. Das heißt, wir sehen hier immer, hier dieser Ausbruch, erster Ausbruch nach einer Seitwärtsbewegung, erster Ausbruch nach einer Seitwärtsbewegung, Schlusskurs ist über dem oberen Donchian Channel, ebenfalls Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung hier und so weiter. Als weiteres Kriterium haben wir definiert, dass wir die Signale nur dann sehen möchten, wenn sie über dem Hoch der Vortageskerze liegen. Das heißt, wir befinden uns in dieser Tageskerze, im AVB, und wir wollen Signale nur dann sehen, wenn sie über dem Hoch der Vortageskerze liegen. Das heißt, wir haben, wenn man hier zurückschaut, haben wir hier Signale drinnen, die liegen nicht über dem Hoch der Vortageskerze, zum Beispiel hier. Das heißt, genau solche Signale würden ausgefiltert werden. Solange man nicht über das Hoch drüber ist, wie man hier sieht, hat man sehr oft das Problem, dass solche Ausbrüche oft am Tageshoch enden und dann zurückverkauft wird. Das heißt, wir wollen diese Signale nur sehen über dem Vortageshoch. Dafür gehen wir wieder in den Condition Escort, Edit, Donchian Long, unser Signal. Wir wählen hier aus, wenn das aktuelle Close, wir nehmen das Close und ziehen es herunter, größer ist als das High. So. Und nun kommen wir dahin, dass wir hier auch mehrere Zeiteinheiten eingeben können. Das heißt, wenn wir hier keine Zeiteinheit eingeben, dann wird immer nur die Zeiteinheit in Betracht gezogen, in der das Signal gescannt werden soll. Das heißt, wenn wir es hier in einen 5-Minuten-Chart legen, dann wird es nur im 5-Minuten-Chart gescannt, solange hier Timeframe, Zeiteinheit, empty, leer drinnen steht. Wenn wir aber, wie in diesem Fall, sagen, wir möchten gerne mit dem aktuellen Schlusskurs über dem Vortageshoch sein, dann müssen wir hier natürlich eine Zeiteinheit eingeben, das heißt ein Tag. Somit wird die Tageskerze in Betracht gezogen. Wir möchten gerne die Vortageskerze sehen, das heißt eine Kerze zurück. Und somit ist auch dieses Kriterium erfüllt. Wir verifizieren es wieder. Das ist okay. Mit okay wird das Kriterium übernommen. So, und mit Reload können wir das Kriterium wieder neu einlesen. Und wenn wir jetzt zurückschauen, so sehen wir bestimmte Signale nicht mehr, die das Kriterium nicht erfüllt haben, über dem Vortageshoch, das man hier auch an dieser Linie erkennen kann, über dem Vortageshoch geschlossen zu haben. Das heißt, man probiert hier ein zusätzliches Qualitätskriterium hinzuzunehmen. Das heißt, diese Bedingung ist auch okay. Wir haben uns auch entschieden, als weiteres Kriterium mit in das Signal einzubeziehen, dass der ADX14 auf Stundenbasis über 25 ist und steigt. Das können wir folgendermaßen erreichen. Condition Escort,
Edit Dungeon Long. Wir wählen den ADX aus. Nehmen hier den ADX 14. Wählen hier die Zeiteinheit aus. Eine Stunde. Wenn der ADX 14 größer 25 ist. Und zwar auf Stundenbasis. Und das nächste Kriterium ist, dass der ADX auch gerade steigt. Wir wählen wieder aus. Auch hier. Und sagen, wenn der ADX 14 auf Stundenbasis größer ist als der ADX 14 auf Stundenbasis, und zwar größer, wenn der aktuelle ADX 14 größer ist als der ADX 14 vor zwei Perioden, ParserGo 2. Damit ist gewährleistet, dass der ADX zumindest in den letzten zwei Perioden gestiegen ist. So, wir verifizieren das Ergebnis wieder. Okay. Reload. Und es hat sich an den Ergebnissen nichts geändert, weil dieses Kriterium ja hier sehr schön zutrifft. Der ADX ist schön am Steigen und wir sind über 25.